Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Heute dürfen wir wieder Kisten öffnen, Leute, und ich hänge im Baum. Ich bin schon so unfassbar gespannt, was wir bekommen. Einige Clubmitglieder haben richtig coole Sachen diese Woche bekommen und jetzt ist Holly dran. Ich hoffe so, dass wir irgendwas Krasses bekommen. Aber bevor wir das tun, Leute, schauen wir erstmal nach, wo wir letzte Woche geplaced wurden. Und Leute, wir waren 57, was ein bisschen traurig ist, denn 7 Plätze besser und wir hätten tatsächlich die Top 50 wieder erreicht. Aber wir haben trotzdem mega krass reingeschwitzt und Platz 57 ist richtig gut. Wenn man sich so die ersten anguckt, was die hatten, das ist so abartig, Leute. Wenn man sich überlegt, so 1 Million Punkte, so okay, wie viele Gems hast du bitte gekauft, dass du 1 Million Punkte hast am 3. Platz und die ersten hatten tatsächlich noch mehr. Das ist einfach nur krass und ich glaube, durch einfaches Spielen nicht erreichbar, denn man bekommt zwar, wenn man so ein Racing Crack ist, mega viele Punkte, ich glaube 25.000 und 50.000 quasi, wenn die doppelten Punkte sind oder irgendwie sowas, aber 1 Million Punkte oder beziehungsweise 1,3 Millionen Punkte, Leute, das könnt ihr nicht einfach nur so durchs Spielen hinbekommen. Deswegen 57 finde ich absolut in Ordnung. Danke an die Fantasy Hoofs, dass wir alle so reingeschwitzt haben und jetzt geht's los, Leute. Wir machen heute keine 4-Hour oder 10-Minute-Free-Chest auf, weil die habe ich aus Versehen gerade schon aufgemacht, weil ich weiß nicht... Ich habe es irgendwie vergessen und deswegen habe ich die gerade schon aufgemacht, aber ich hätte gesagt, das machen wir ja sonst auch immer, das ist nicht so tragisch. Wir gucken jetzt einfach mal rein, was wir in unserer kleinen Fantasy-Hoofs-Chest haben, denn die gönnt ja manchmal und manchmal gönnt die halt gar nicht, wie bei mir jetzt gerade. Ein Ryan-Race-Ticket nur, why? Ich hätte mich jetzt so gefreut, wenn ich ein paar richtig krasse Race-Tickets gehabt hätte, denn ich glaube, ich habe keine mehr. Ich habe so viel geraced in der letzten Woche, vorletzte Woche, ich weiß nicht, da war mal doppelt Racing und da habe ich mega viele Punkte für den Clubby gemacht, indem dass ich einfach nur geraced habe. Von daher hätte ich mich jetzt wahnsinnig gefreut, wenn wir ein paar mehr Race-Tickets bekommen, aber Leute, egal, nicht so schlimm, nicht so tragisch, wir kriegen es hin. Jetzt gehen wir rein in die Champions Chest. Wir wählen den 51. bis 100. Platz an und gucken mal nach, was wir gerne hätten. Was wünsche ich mir heute, Leute? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich wünsche mir diesen Pegasus. Die Chance ist bei 0,7%, was gefühlt nicht möglich ist, Leute. 0,7% ist gar nichts. Da habe ich absolut keine Chance. Aber ich würde ihn so gern haben. Ich habe mir diesen irgendwann mal gezogen. Der hat immer noch keinen Namen, Leute. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne My Little Pony Namen in die Kommentare, die wir noch nicht haben. Dann müssen wir ihn irgendwann mal benennen, denn I don't know. Wir haben ihn halt immer noch nicht benannt, weil ich immer noch hoffe, dass wir vielleicht den bekommen. Aber Leute, bei 0,7%iger Chance wird das wahrscheinlich nichts. Wenn ich den nicht bekomme, wünsche ich mir wie immer irgendein Western-Set. Das würde ich mega krass feiern. Puh, Leute. Und jetzt bin ich aufgeregt, denn jetzt habe ich mir sowas Krasses gewünscht und bekomme wahrscheinlich gefühlt nichts, weil man vielleicht sich einfach nicht so aus dem Fenster lehnen sollte. Ich weiß nicht, Leute, wir gucken es uns an. Was bekomme ich? Also, was? Das ist mega cool. Oha, da freue ich mich richtig, Leute. Das ist so ein unfassbar cooles Set. Und dieses Set, Leute, würde perfekt, perfekt auf den Fleabitten Araber passen, den ich leider nicht habe. Aber auf dieses Set freue ich mich einfach so krass. Wow. Wir haben endlich nochmal ein Western-Set bekommen. Jetzt fehlen mir, glaube ich, nur noch ein einziges Western-Set, das ich so gerne möchte. Und das ist das Schwarz-Türkise. Das möchte ich so, so gerne. Und dann bin ich wirklich langsam, aber sicher wunschlos glücklich mit den Champion-Chests. In weiser Voraussicht habe ich gerade schon mein Spiel neu gestartet und wir gucken mal, wem dieses Set passen könnte. Wisst ihr was? Ich glaube, Sweetie Belle könnte dieses Set auch mega krass stehen, oder? Wir probieren es einfach mal ganz kurz aus, wie das der kleinen Maus steht. Oha, das ist, ja, das ist schön. Es ist, glaube ich, nicht perfekt für sie, aber es ist definitiv schön. Gefällt mir, oh mein Gott, Leute, das gefällt mir richtig gut. Und jetzt stellt euch mal den Fleabitten Araber vor mit diesem Set. Das ist eines der schönsten Sets, die es zu kaufen, die es zu gewinnen gibt. Zu kaufen ist auch gut, die es zu gewinnen gibt. Und was soll ich sagen? Ich bin mega begeistert. Ich habe nur keine Ahnung, ob es einem anderen Pferd vielleicht doch noch ein bisschen besser stehen würde, aber
ihr steht schon auch sehr, 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 sehr gut, oder? Eine Minute, 37 Sekunden später. Wisst ihr, auf was ich gerade richtig Lust habe? Ich habe richtig Lust, eine Mystical Whistle nochmal aufzumachen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bekomme wahrscheinlich nur irgend so ein Schmutzpferd, aber ich möchte gerne eine Mystical Whistle aufmachen. Dafür müssen wir uns aber ganz kurz ein bisschen vorbereiten, denn ich möchte ja immer noch den Flea bitten, Araber oder irgendeinen ganz, 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 ganz coolen, der hier vorne mit mir ist. Wir können noch Shadow Bolt, können wir noch löschen und Sombra. Ich bin mir gerade hin und her gerissen, wen ich löschen möchte. Ich glaube, ich möchte lieber Shadow Bolt löschen. King Sombra können wir dann das nächste Mal löschen, denn ich möchte hier eigentlich sowieso nur und ausschließlich Fantasy-Pferde haben. Das heißt, wir verkaufen Shadow Bolt und haben jetzt hier einen Stall frei, gehen rein in Daily Rewards, machen Back und hier ist die Mystical Whistle, Leute. Sie kostet 750 Gems, was so unfassbar teuer ist dafür, dass wir 60%ige Chance auf ein episches Pferd haben. Aber wir machen das jetzt so, wir werden dann immer dieses Pferd löschen, wenn es ein episches Pferd ist. Und jedes Mal, wenn ich wieder eine Whistle aufmache, dann versuchen wir einfach ein perfektes Pferd an erster Stelle zu haben. Denn das finde ich irgendwie perfekt, denn immer durchzuscrollen ist so unfassbar anstrengend. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir ein Pferd favorisieren können oder die Pferde in den Boxen umstellen können, weil es einfach mega, mega umständlich ist. Leute, wir tun's. Wir kaufen eine Mystical Whistle. Ich hatte jetzt mega, mega Bock. Lasst uns machen. Ich bin gespannt. Oh nein, was gekommen? Oh mein Gott, es ist ein Legendary. Es ist ein Legendary. Ich hab's. Leute, ich hab's im Blut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Wir haben den Smoky Dappel Pegasus gezogen. Oha. Das ist so krass. Und ich hätte gesagt, das ist einer der schöneren. Oder schreibt mir jetzt in die Kommentare, hatte ich Glück, kein Glück. Oha, das ist mega krass. Wie viele Araber habe ich denn jetzt bitte schon gezogen? Das ist zu wild. Dann gehen wir rein zu der kleinen neuen Maus und wir nennen sie Silver Spoon, denn das passt meiner Meinung nach perfekt zu ihr. Wir geben ihr natürlich eine Stallhilfe und ich kann's nicht fassen, Leute. Das ist zu krass. In der letzten Folge, wo wir eine Mystical Whistle aufgemacht haben, haben wir Rose bekommen. Und jetzt haben wir tatsächlich Silver Spoon bekommen. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir geben unserer Sweetie Belle jetzt doch wieder ihre Ausrüstung, die sie dran hatte. Und gehen rein zu Silver Spoon und ziehen ihr das neue Set an. Denn dann haben wir alles irgendwie perfekt, oder? Oh mein Gott, das steht ihr richtig gut. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, gefällt euch das Set auf ihr? Oh mein Gott, Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Dieses Set ist perfekt für sie. Ich bin mir gerade schon am Überlegen. Hä? Was brauche ich denn jetzt noch? Ach so, ich brauche... So, hä? Kurzfristig komplett lost. Ich habe noch Zügel gebraucht. Oha, das ist nicht euer Ernst. Wie cool ist sie denn bitte? Die Frage ist, brauche ich jetzt noch den fliebitten Araber? No. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie perfekt ist, Leute, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, gefällt sie euch? Gefällt sie euch besser wie der fliebitten Araber? Oh mein Gott, das ist mega. Sie ist so schick. Guckt sie euch an. Eine Stunde später. Lasst uns noch mal ganz kurz gucken, wie sie so im Cross-Country sich schlägt. Wir gehen rein ins Multiplayer-Race und gucken mal ganz kurz. Oh nein. 6, 8 und 5. Ja gut, ich hatte vielleicht gehofft, dass sie krasse Werte hat, aber sie hat keine krassen Werte. Das ist natürlich mega schade. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wie viel kostet denn dieses Training, wenn man das Pferd automatisch trainiert auf andere. Hier, dieses Würfelding. Das kostet nur 3 Scramble Stats. Sie hat 12, 14 und 11. Das ist richtig schlecht. Lasst mal ganz kurz gamblen und dann nachgucken, was sie jetzt hat. Denn das habe ich schon mit einigen Pferden tatsächlich gemacht. 6, 4 und 8 ist immer noch genauso schlecht. Okay, das bringt nichts. Das ist sehr, sehr schade. Wir müssten jetzt da mal Twilight Sparkle und Sweetie Belle leveln, hochleveln. Bis dahin suchen wir mal die Trixie. Trixie hat 14 und Moment, was hat Cadence? Hat auch 14. Dann hätte ich gesagt, gehen wir los mit Cadence. Und dann werden wir gerade schon reingezogen und warum stehe ich hier alleine? Irgendwie stehe ich hier komplett alleine, was irgendwie ein bisschen traurig ist und hier hinten stehen alle irgendwie aufeinander. Ich hoffe, dass das nicht jetzt wieder verglitscht ist. Das wäre super, super sad. Und oh mein Gott, ich bin richtig langsam. Oh Gott.
Oh Gott, das letzte Mal, dass ich mega, mega viel gegangen bin, war, als wir doppelte Punkte auf Racing hatten. Da bin ich für den Clubby mega krass viele Rennen gegangen. Da habe ich immer nur gewonnen. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte diese Strecke mega gut und gefühlt konnte die niemand wirklich gut. Und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe, aber ich habe da alle meine Race-Tickets ausgegeben. Ich habe mittlerweile wieder ein paar bekommen, aber leider Gottes sind es nicht genug, dass man noch gut hier laufen kann. Und ach, die Kontrolle ist so schwer, wenn die bei so wenig ist, Leute. Ach, Gottes Willen. Eieiei. Ach, Gottes Willen. Das ist der Struggle is real, Leute. Wenn ihr ein Pferd habt, das keine Kontrolle hat. Oh Gott, wir haben auch keinen Sprung, ne? Ja, Lord. Wir haben absolut keinen Sprung und wir haben leider dieses Mal keine Bubble. Ich bin gespannt, ob ich meinen ersten Platz halten kann. Wir können hier auch nicht rüberspringen, ne? Ja, toll. Dankeschön. Danke, ihr lieben Boxen, Fässer, whatever, dass ihr mich hier so richtig hops genommen habt. Okay. Bis jetzt hätte ich gesagt, was? Was habe ich denn gesagt? bis jetzt machen wir das sehr souverän. Und unsere Cadence bringt uns hier hoffentlich zum Sieg. Okay, warum kann ich jetzt das nicht mehr aufladen? Okay, Leute, wir haben auch noch gewonnen, was richtig cool ist. Wir bekommen 5 Black Pearls und 300 Clubpunkte, was richtig krass ist. Aber wir müssen jetzt definitiv irgendein Pferd auf Level 200 bringen. Denn dann haben wir eben plus 18 und dann müssen wir halt einfach hoffen, dass wir jede Woche irgendwie gute Werte haben oder so. Dann hätte ich aber gesagt, war es mit dieser Folge von Horse Riding Tales auf dem Handy. Leute, ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, wie findet ihr... Oh, jetzt habe ich den Leck des Todes. Wie findet ihr Silver? Ich finde gar keine Worte für sie. Sie ist einfach nur ein absoluter Traum. Falls ihr wollt, dass wir unsere Pferde auf Level 200 bringen, also theoretisch ein Pferd, weil wir haben 38.000, dann schreibt mir unten in die Kommentare, welches meiner Pferde ich auf Level 200 bringen soll. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!